Adventsstimmung auf dem Fischbergkäufplatz. Pünktlich am Wochenende vom ersten Adventssonntag ist der traditionelle Weihnachtsmarkt zugunsten von Pindl und den Mitmenschen gewesen. Euch wenn die Organisatoren nur an einem von zwei Märttagen haben Wetterglück gehabt, ist der Anlass ein Erfolg gewesen. Adventskränze, Weihnachtsschmuck, hübsche Geschenke und warmer Wein. Alles hat es gegeben für die Besucherinnen und Besucher. Euch für die NOKA-Präsidentin Erwin Leikener ist wichtig, dass man diesen Event nach bald 30 Jahren weiterpflegen. Das ist jetzt der 28. Weihnachtsmarkt für behinderte Mitmenschen. Und entstanden ist die Idee anlässlich vom Bau der Fuchskampagne unten in Fischb. Und da hat man einfach gesagt, wir wollen irgendeinen Anlass machen, für ein bisschen Geld finanzielle Unterstützung zu generieren. Und da ist der Weihnachtsmarkt entstanden. Und damals praktisch der erste und einzige Weihnachtsmarkt im Oberwallis. In der Zwischenzeit hat er einen Haufen Nachfolger gefunden. Seit vielen Jahren arbeiten mehrere Helferinnen und Helfer Jahr für Jahr auf dem Fischberg Weihnachtsmarkt für behinderte Mitmenschen. An diesem Stand gibt es viel Selbstgebasteltes zu kaufen. Gemacht von mehreren Frauen aus dem Oberwallis. Eine von ihnen ist Ursula Geli. Seit Ende Sommer haben Gio für diesen Anlass Weihnachtsschmuck und Figuren gebastelt und haben ihrerseits auf Helfer dürfen zurückgreifen. Wir haben sehr viele Helfer, wir haben Schreiner, der hilft, wir haben Maler, also eine, die malen tut. Und wir haben unten an Ziders bei mir im Unterdach, ein grosses Atelier, und da haben wir eigentlich einen grossen Basteln. Der Weihnachtsmarkt Fischb ist ein grosses Gemeinschaftswerk, geprägt von Solidarität mit Behinderten und Mitmenschen. Der OKA-Präsident Erwin Leikener hat sich zufrieden gezeichnet. Er hat Besucher aus dem ganzen Oberwallis begrüßen, die behinderte Mitmenschen dank im Märzbesuch unterstützt haben. Der Erlös vom März, der keine kommerzielle Veranstaltung war, fließt vollumgänglich in behinderte Organisationen im Oberwallis zu. Mit dem Geld vom diesjährigen März wird es wieder gehen wie üblich. Wir werden ganz sicher Fuchskampagne und Insieme unterstützen. Aber wir haben auch noch andere Institutionen, die wir regelmässig abwechslungsweise unterstützen, wie zum Beispiel das Schlosshotel Unna in Leik, was eine sehr gute Sache ist. Diverse Institutionen, die wir unterstützen, die hier im Oberwallis, aber immer nur Oberwallis, also nicht Schweizerisch, sondern Oberwallis. Demnach sind euch Stammbetreiber in heimische Leute, die ihre selbstgemachten Sachen weiterverkaufen und in Erlös nachher vollumfänglich die Entspendung. Für Ursula Geli ist klar, dass sie den Aufwand nur zugunsten von behinderten Mitmenschen betreibt. Wir haben Freude daran und wir machen es aber für die behinderten Mitmenschen, weil sonst machen wir es nicht. Wir haben ein Angebot, aber sonst auf den März zu gehen, aber das ist nicht unsere Welt. Wir haben gesagt, wir machen das wirklich nur hier, diesen März für die Behinderten. Und dafür hat Easter Poffer schon mal in die Fuchskampagne eingeladen. Und dann wird die Behinderten hier sehen. Und dann wird gesagt, wir fahren weiter. Es ist wirklich sinnvoll, was wir machen. Hat das einen Hintergrund, warum wir für die Behinderten das machen? Ist das ein Hintergedanke für irgendwas? Also direkt, wir sind ja nicht direkt betroffen. Von daher irgendwie nein. Einfach, dass man denen helfen kann, ein bisschen. Für so einen Markt zu organisieren, arbeiten viele Leute seit mehreren Jahren im Hintergrund. Darum kann das ganze OKA und der OKA-Präsident auf viel Erfahrung zurückgreifen. Wir sind natürlich jetzt hier wirklich ein eingespieltes Team. Ich bin jetzt 7. Jahr dabei. Ich gebe das Jahr ab und das nächste Jahr ist der Hans Keller mein Nachfolger. Und wir haben ein OKA von rund 18 Leuten. Sehr gut eingespielt. Wir arbeiten Hand in Hand. Und jeder Ressortchef hat natürlich wieder seine Leute. Und da müssen wir sagen, es werden rund 200 bis 300 Leute, die so oder anders mithelfen dienen, damit das durchgeht. Und ich sage immer, der finanzielle Erfolg ist wichtig, aber ebenso wichtig ist, dass man einander hier trifft und dass man euch im OKA und die mitschaffen dienen, dass man miteinander eine schöne Zeit in der Rampe bringt. Für einen guten Zweck. Was natürlich auf keinen Fall an einem Weihnachtsmarkt fehlen, sind Adventskränze. Am März haben wir einen Stand gefunden, der uns schliesslich Adventskränze angeboten hat. Und das in unterschiedlichsten Variationen und Farben.
Für die verschiedenen und involvierten Organisationen, wie zum Beispiel die Fuchskampagne oder euch ins Jemi Oberwallis, sind die Einnahmequellen aus einem sättigen Markt ein wichtiger finanzieller Zustupf. Der Erwin Leikener kennt dazu die Hintergründe. Die Institutionen sind heute alle zusammen auch unter Spardruck. Die haben Leistungsverträge mit der öffentlichen Hand. Und da wird einfach auch gespart und decken und einfach Sachen unter die Räder, die hier und da mal nicht gerade lebensnotwendig sind, aber die für die Behinderten sehr wichtig sind. Zum Beispiel Notre Dame de Lourdes, die haben immer so Aktionen, was mit denen machen die, sei es ein Atelier mit irgendwie Mode oder irgend so etwas, was einfach so gut ist, aber was der Staat natürlich nicht subventionieren kann. Und genau aus diesem Grund macht man solche Weihnachtsaktionen, wo jeder und jede die Möglichkeit hat, euch mit einer ganz kleinen Geste, wie zum Beispiel einer gekauften Weihnachtskarte, Einschiebehinderte und Mitmenschen zu unterstützen und einen Teil dazu beizutragen, dass sich ihre Rahmenbedingungen mindestens ein bisschen verbessern.